Hallo und herzlich willkommen an den Wiedergabegeräten da draußen. Es gibt Nachschub zu Rocket Birds Hardboiled Chicken. Und um nicht lange rumzuschnacken, geht das hier gleich weiter. Wir waren in Chapter 8. Und das war wieder was mit dem Rucksack und rumfliegen und so. Ja, a pear in the chair, in the air. Ja, hurra, das geht ja gut los hier. Da ist nämlich noch einer, sehe ich gerade. Großes Kino. Egal, Ruf hier halten. Nicht lange rumgeschnackt. Abgeballert. Eins, komm, komm, hier, ja, 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 ja. Ah. Verdammt. Dich kriege ich aber auch noch, du Sausack. Gotcha! Und den bräuchte ich. Hab ihn. Hervorragend. Zurück zum Luftschiff. Da fliegt bestimmt noch irgendwer rum. Jo, sehe ich doch. Und die Moon abgegriffen. Sehr schön. Dann bleiben wir gleich mal hier und gucken, wer da noch so kommt. Na? 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 Kommt niemand mehr? Doch. Da wird Munition abgeworfen und so. Ach, mal wieder so ein Typ mit Raketenwerfer. Sollten wir vielleicht gleich am Anfang mal abknallen. Weil die Raketen doch ein bisschen lästig sind. Na, wo ist er? Unten geflogen ist er und da kommt schon wieder so eine blöde Rakete. Oh, da hat es mich selber erwischt. Das ist ja jetzt eher unfreundlich. Na gut, machen wir nochmal. Hätte ich ja nichts. Ihr sollt ja das volle Leiden miterleben. Na? Wo bleibt ihr? Ha? Traut euch nicht, hä? Habt wohl Angst, dass ich mich wieder selber umbringe, hä? Hä? Also erstmal aus den Raketen-Heini. Der ist am nervigsten. Jo, das war der Raketen-Heini. Da ist meine Rakete. Und wo ist der nächste Depp? Yay. Mehr Moon. Und da kommt die nächste Welle. Das ist ja herzallerliebst hier. Na, wo bleibt er? Raketenhain ist diesmal zwei an der Zahl. Versuchen wir die gleich mal am Anfang zu erwischen. Yay! Yay, Raketenhain ist abgeschossen? Nee, doch nicht. Das hat mich erwischt, da brauche ich ganz schnell da drüben die Medikiste. So, ist jetzt dieser einen erwischt, Medikiste erwischt, sehr schön. Na komm schon. Yay. Und Moonkiste. Und da ist noch ein Gegner. Gewesen. Den habe ich auch erwischt. Und ich brauche die Medikiste. Verdammt. Weg ist er. Da oben einmal irgendwo noch ein Gegner rum. Ah, nein. Ich soll landen. Das kriege ich hin. Zack. Gelandet. Hervorragend. Und runter geht's. Dann wollen wir mal schauen, was uns hier so erwartet. Außer dem Fahrstuhl natürlich. Dün, 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 dün. Ja gut, ich will jetzt niemanden mit meinem Gesang nerven. Aber es wäre ein Fall für klassisch Girls of Ipanema Fahrstuhlmusik. So. Check.
Schauen wir noch mal, was hier so geht. Hier geht nichts. Dann direkt zur Brücke. Da geht auch nichts. Was ist denn so los? Ich mit dem Fahrstuhl noch mal irgendwie hoch? Nein, komme ich nicht. Komme ich auch nicht durch? Das ist hier ja ein bisschen albern. Was ist denn da los? Passiert auch nichts. Fahrstuhl? Hallo? Fahrstuhl? Nein. Was habe ich denn sonst noch hier so Schönes? Ich könnte es ja mal mit einer Handgranate versuchen. Wie schalte ich nochmal die... da sollte ich jetzt am besten weggehen. Handgranaten. Zack. Boom. Das bringt ja hier erstmal nicht so viel. Dann schaue ich mal auf der anderen Seite, ob da eine gut geworfene Handgranate vielleicht mehr bringt. Ja, sie tötet mich. Ganz großes Kino. Aber jetzt ernsthaft. What the fuck am I to do? Hätte ich vielleicht vorher einfach aussteigen sollen, aber das kann ich nicht, weil der Fahrstuhl nämlich eingehaust ist. Ha. Kann ich hier irgendwo... Ah! Falsch. Falsch. Nein, du sollst schon dahin werfen. Okay, und das jetzt nochmal... wenn der Typ wirklich in der Nähe ist. 3, 2, 1, Attacke! Okay, am Timing arbeite ich noch ein bisschen, aber grundsätzlich wäre das eine Option. Und zack. Ja, 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 das liebe Timing, das war noch nie so mein Können. Nochmal... jetzt, ab ihn. Steh auf. Schieß was. Erschieß was. Ups. Ich weiß was, was ich nochmal machen muss. Aber keine Angst, jetzt weiß ich ja ungefähr, wie es Timing ist. Insofern laufen wir mal los. Kann ich nicht aufheben? Nein, kann ich nicht aufheben. Lalala. Ist nicht zufällig aufgefallen, dass deine Kollegen tot sind, oder? Hm, blöd. So, da habe ich eine Tür aufgemacht. Und komme nicht weiter. Das macht aber nichts. Klack. So. Zurück zum Chicken, was mittlerweile leider sehr, sehr wenig Health nur noch hat. Ich hoffe einfach mal, dass ich gleich irgendwo ein Medipack finde. Ja. Tja. Ja, das war nämlich meine Befürchtung.
Also nochmal. Ich will euch diesen ganzen Ärger eigentlich ersparen, aber kann es nicht. So, einmal umschalten auf die Brainbugs. Entsprechend hochzielen. So, das nächste Mal, wenn der Onkel kommt, kriegt er einen Käfer an den Kopf geworfen. Und das ist ungefähr jetzt. Nein, das war zu spät, verdammt. Ach, jetzt könnte man so Dinge sagen wie, Max Snake, du hast das immer noch nicht gelernt. Und ich müsste antworten, nein, nicht im Ansatz. Also, der kugelt sich jetzt mal nach vorne zu seinen ganzen Kollegen. Macht hier ordentlich Rabatz und drückt den Knopf. Drückt den Knopf. Knopf gedrückt. So. Und das war's dann auch. Tschüss. So. Chicken hat zum Glück jetzt noch volles Leben und auch die richtige Knifte. Damit brauchen wir jetzt nicht lange rumfackeln, sondern können dem Typen direkt eins auf die Mütze geben. Zack. So und nicht anders muss es laufen. Jetzt sind wir auch eine Etage weiter oben. Wir können uns hier noch mit ganz anderen Viechern anlegen. So, ich brauche natürlich die Munition. Rödel die, rödel die, rödel die, rödel die. Rödel die, rödel die, rödel die, rödel die. Und müsste doch. Nee. Hier komme ich nicht runter, aber das ist vielleicht noch gar nicht so wild. Weil ich dann weiter vorne direkt in die Kommandokanzel absteigen kann. Kann ich doch, oder? Check. Kann ich auch nicht. Aber hier kann ich bestimmt wieder den beliebten Brainbug werfen. Na. Und zwar dem da an Kopf. Das ist doch schön. Du, Onkel, geh kaputt. Du, Onkel, geh kaputt. Die Rigibulli. Die Rigibulli. Yeah, whatever. Der kriegt jetzt jedenfalls auch noch einen Brainbug an den Kopf. Dann kann er uns nämlich die Tür aufmachen. Mir und meinem kleinen Küken. So hat er den denn jetzt nicht gefressen. Das ist ja albern. Geht doch. Und dann machen sie es gut. So, jetzt kann das Hardboiled Chicken auch runterkommen. Sich die rote mitnehmen. Mit der roten dieses öffnen. Mit der grünen dies hier öffnen. Ich habe ja da so 24 und so. Blau sollte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Keine Ahnung wofür. Und nichts. Achso, dafür. Ja. Rock'n'Roll. Eine abgeschossen. Ich gehe mal davon aus, korrekt, dass ich mich jetzt um den zweiten kümmern muss. Rote Jungs. Ihr seid die Elite-Flieger, ja? Aha. Wo ist denn der Raketenheini? Den will ich natürlich als allererstes kalt machen. Da ist er.
hat ihn schon. Die Rakete hetzen wir jetzt noch irgendwem anders auf den Hals. So. So. Gib mir Moon und gib mir ein bisschen Health. Das wäre ja nicht auszuhalten. Da oben fliegt noch einer. Nee, ich muss landen. Gut. Krieg hin. Weiter geht's. Jo, lass mich rein. Ich bin drin. Und auf zum nächsten, den wir kaputt machen können. Ha. Das könnte ja jetzt tatsächlich mal ein bisschen einfacher werden. Der Onkel muss jetzt auf diesen Knopf drücken. Und gute Nacht. Küken schnappt sich grüne Karte. Und grüne Karte. Ich brauche eine blaue Karte. Eieiei. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Ich war mich anscheinend tot. Eins und zwei. Und drei. Hops. Und wieso haben die dann eine Atomrakete hängen? Nein, ich will die Moon. Ja, ich will die Moon. Komm, gib die Moon. Und ich will auch das Verbandskasten. Aber dann muss der drüben. Der da drüben muss mich lassen. Zack. Zack. Das klappt ja alles hier so halbwegs wie am Schnürchen. Noch eine Minute. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird hektisch werden. Und Health darf man natürlich nirgendwo rumliegen lassen. So. Und hops. Hops. Unten bleiben. Hops. Ja doch, ja doch. Stirb! Eieiei. Ja, los hoch. Und spring. Spring, nein, schieß. Eieieiei. Diese ganzen Atomraketen machen mich schon so ein bisschen nervös. Okay, ich bin raus. Das war knapp. Das war eine mächtig große Explosion. Was denn? Noch eins? Wollt ihr mich verarschen? Ach, es gibt noch einen letzten Kampf. Von mir aus. Da habe ich mein Health-Paket gekriegt, das ist wichtig. Was ein anständiger Luftkampf ist, der kommt nicht ohne Health-Pakete aus. Einen habe ich noch. Bouts. So! Penguin History ist das nächste Kapitel, auf das ihr euch freuen könnt. Bis dahin, zockt viel, zockt schön. Und ich bin raus. Macht's gut und tschüss!